Hey Leute, auf unserem Kanal, da haben wir bereits viele interessante E-Bikes für euch getestet. Mit dabei waren echte Design-Ikonen, sportliche Minimalisten und flexibel einsetzbare Alleskönner für den Alltag. Sie alle fühlen sich in der Stadt am wohlsten und verfügen über smarte Funktionen mit App-Unterstützung. Wir haben 5 spannende Modelle ausgewählt, die wir euch in diesem Video vorstellen wollen. Heute geht es uns nicht darum, den einen Gewinner zu küren, vielmehr wollen wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Modelle herausarbeiten, denn der E-Bike-Kauf ist und bleibt eine sehr individuelle Sache. Wir haben alle Modelle intensiv für euch getestet, nennen euch Vor- und Nachteile und wollen euch helfen, die für euch passende Entscheidung zu treffen. Kommt mit! Und damit herzlich willkommen zu den Top-E-Bikes für die kommende Saison. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Hentech. Ich bin Henne und wenn ihr wie ich auf smarte E-Mobilität, coole E-Bikes steht, lasst jetzt gerne ein kostenloses Kanal-Abo da, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. In der Videobeschreibung, da haben wir euch übrigens die vollständigen Testvideos, Bezugsquellen und auch das passende Zubehör verlinkt. Unser erster Kandidat, das Tenway Seago 600 Pro, ist mit seinen 16 Kilo nicht nur eines der leichtesten E-Bikes bei uns im Test, sondern auch eines der günstigsten und kommt dennoch mit einer schönen Vollausstattung. Einem wartungsarmen Gates-Carbon-Riemen, einer integrierten STVO-konformen Frontbeleuchtung und einem Wechselakkusystem. Es kommt in 3 weiteren Farben und 3 Rahmengrößen daher. Typisch für das Tenways ist der sportlich schlanke Rahmen. Ja, man merkt ihm seine Elektrifizierung auf den ersten Blick nicht an. Hier ist man tatsächlich inkognito auf seinem Bike unterwegs. Und trotzdem hat man es geschafft, in diesem schlanken Rahmen ein Wechselakkusystem mit LG-Markenzellen unterzubringen. Wir haben hier ein 10 Amperestunden 36 Volt System, was je nach gewählter Unterstützungsstufe Reichweiten von bis zu 100 Kilometer ermöglichen soll. In der Praxis bewegt sich dies erfahrungsgemäß zwischen 50 und 60 Kilometer. Abhängig von Körpergewicht, Außentemperatur und vielen weiteren Faktoren. Der Ladezustand lässt sich übrigens auch beim nommenen Akku einfach abfragen. Nicht nur die Akkuintegration gefällt, sondern auch die Front-LED wanderte gekonnt in den Rahmen. Und das Beste dabei, sie ist in Deutschland STVO zugelassen. Nicht so schön dagegen die batteriebetriebene Rückleuchte, die einfach an den Rahmen angeklippt werden muss. Beim Antriebsstrang, da setzt Tenways auf Riemen statt Kette, genauer gesagt auf den Gates Carbonriemen. Wir haben hier das CDN-System, sehr wartungsarm, da reicht es einfach mal drüber zu wischen, ihr saut euch die Hose nicht ein und das Ganze ist auch noch viel, viel langlebiger. Das System arbeitet darüber hinaus lautlos und das passt für mich hier ganz gut zu diesem Stealth-Incognito-Konzept. Ja, das macht Spaß. Eine Sache, die müssen wir hier aber erwähnen. Das Bike ist ein Single-Speed-Rad, das heißt eine Gangschaltung, die sucht ihr hier vergebens. Und die Übersetzung, die ist klar für den Geschwindigkeitsbereich von 25 km/h optimiert. Für moderate städtische Steigungen funktioniert das ganz gut. Wollt ihr schneller unterwegs sein, fühlt ihr euch dann aber doch irgendwann wie auf dem Hamsterrad, dann stimmt die Kadenz nicht mehr. Im Hinterrad sitzt der bereits von anderen E-Bikes bekannte Miwise Hinterradnabenantrieb, der über ein sehr spartanisch-minimalistisches Display am Lenker gesteuert werden kann und das Highlight dabei ganz klar der Drehmomentsensor, der dazu führt, dass der Motor sofort unter Kraft anspricht. Es gibt da keine Denkpause wie bei vielen anderen Modellen. Ihr werdet hier auf sehr natürliche Weise immer passend vom Motor unterstützt. Die Bereifung ist sehr schmal, der Federkomfort begrenzt und daher fühlt sich das Tenway Seago 600 Pro auf guten Straßen definitiv am wohlsten. Wir haben einen geraden Lenker, die Sitzposition leicht vornüber gebeugt und wem das zu sportlich ist, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, denn Tenways hat auch etwas bequemere Modelle im Angebot. Auch bei den Bremsen keine Abstriche, man setzt hier auf Markenkomponenten von Tektro. Abstriche, die müssen wir am ehesten bei den smarten Features machen. Das Seago 600 Pro kommt zwar mit einer App, der Funktionsumfang eher rudimentär, Diebstahlschutz, GPS-Tracking, all das fehlt. Und wer aber genau danach sucht, muss sich keine Sorgen machen, denn hier geht es gleich mit richtig smarten Alternativen weiter. Beim Seago 600 Pro, da stimmen Preis und Leistung. Ihr bekommt viele Markenkomponenten, ein cleanes Design, ein leichtes Bike. Ja, und das Ganze auch mit einem sehr, sehr schönen, runden Fahrgefühl. Der niederländische Hersteller Veloretti steht für urbane Design-E-Bikes made in Europa. Veloretti verbindet Design, Funktionalität und Fahrgefühl und hat daher der neuesten E-Bike-Generation zahlreiche Updates spendiert.
Gut gefallen hat uns die insgesamt hervorragende Verarbeitung, der pulverbeschichtete Rahmen, ganz klar natürlich das Wechselakkusystem. Es bietet ganze 504 Wattstunden bei einer Reichweite von 60 bis 120 Kilometern. Und, das finde ich besonders nice, in Sachen smarter Features ist man hier beim Two einen großen Schritt nach vorn gegangen. So verfügt es über ein mittig im Lenker integriertes, gut ablesbares Farbdisplay. Darüber könnt ihr etwa die Gangschaltung einstellen oder aber praktische Sicherheits- und Navigationsfunktionen nutzen. Zur Navigation wird in der Bluetooth-App eine Adresse eingetragen, die Route berechnet und anschließend kann das Smartphone ganz bequem in der Hosentasche verschwinden, denn die Fahranweisungen erscheinen gut sichtbar auf dem zentral im Cockpit angeordneten Farbdisplay. Head southeast on Grosse Barling, then turn right. Die englischsprachigen Anweisungen hingegen, die kommen weiterhin aus dem Smartphone. Generell setzt Veloretti eine permanente Smartphone-Verbindung voraus. Ihr könnt zwar den Standort über das Smartphone teilen, eine autonome GPS-Tracking-Funktion oder Unfallbenachrichtigung, die gibt es leider nicht. Besonders gut gefällt die Verbindung aus der geradlinigen Formsprache mit einem wirklich futuristisch modernen Lichtdesign. Clever, die Rückleuchte verfügt zudem über eine Bremslichtfunktion. Und was ich mindestens genauso wichtig und gut finde, dass man trotz des extravaganten Designs die Alltagstauglichkeit nicht außer Acht lässt. Ein integriertes STVO-konformes Frontlicht, ab Werk mitgelieferte Aluschutzbleche und natürlich das optionale Schließsystem. Das alles lässt natürlich das Gewicht steigen. Wir liegen bei 29 Kilo und da ist der Wechselakku tatsächlich eine gute Sache, denn so müsst ihr das Rad nicht zur Steckdose tragen. Erfreulich, dass sich das Veloretti Ace 2 dennoch sportlich agil fahren lässt, ohne dabei eine verkrampfte sportliche Haltung einnehmen zu müssen. Der Lenker ist nach hinten geschwungen, sodass hier eine aufrechte, entspannte Sitzposition möglich wird. Das Veloretti ist das einzige Bike bei uns im Test mit Mittelmotor. Der heißt M200, kommt vom Hersteller Bafang, ist etwas günstiger im Einkauf als etwa ein Bosch, arbeitet aber erfreulich leise und bietet bei Steigung mehr Performance als die Heckmotorkonkurrenz. Zur Auswahl stehen 5 Unterstützungsstufen von Level 0, keine Unterstützung bis zum Superhero-Modus, der euch schon ordentlich nach vorne drückt. Auch Veloretti setzt auf einen wartungsarmen Carbonriemen, hier sogar auf das höherwertigere CDX-System von Gates, das bis zu 50.000 Kilometer wartungsfreie Laufleistung verspricht. Unser größtes Highlight ist aber die hier verbaute stufenlose Schaltung von Enviolo, die euch jederzeit in der von euch eingestellten Trittfrequenz hält. Das klappt in der Praxis wirklich hervorragend, ein smoothes, angenehmes Fahrgefühl. Ja, und dafür sorgen auch die breiten Ballonreifen, die uns durchaus das Fehlen zusätzlicher Federungselemente etwas verschmerzen lassen. Das Veloretti Ace 2 ist das ideale Bike für diejenigen von euch, die ihren Fokus auf das Thema Komfort legen. Und das gleich aus 3 Gründen. Zum einen natürlich die aufrechte Sitzposition, die breiten Reifen und dann natürlich die vollautomatische und stufenlose Gangschaltung von Enviolo, die immer für die richtige Trittfrequenz sorgt und das in Verbindung mit dem starken Mittelmotor und dem Gates Carbon-System. Ja, all das hat natürlich auch seinen Preis und so ist das Veloretti 2 der teuerste Kandidat in unserem Vergleich. Das Cowboy E-Bike ist bekannt für sein minimalistisches Design und beim C4 setzt der Hersteller dieses Jahr noch eins drauf. Und so ist das Cowboy 4 noch aufgeräumter, noch intelligenter und auf der Straße umso kräftiger. Der Akku des Cowboy 4 sitzt im Gegensatz zum Seago oder Veloretti nicht im Unterrohr, sondern in der Verlängerung der Sattelstütze. Das verleiht dem Cowboy seine ganz eigene, markante Designsprache. Er enthält zudem die auffällige Rückleuchte, die auch als Bremslicht fungiert. Front- und Rücklicht sind tolle Designelemente, aber beim Cowboy leider nicht STVO-konform. Der Hersteller liefert jedoch ein Beleuchtungsset mit, was die saubere Optik aber unnötig mindert. Der Akku ist 360 Wattstunden stark und ermöglicht Reichweiten von bis zu 60 Kilometern. Im sogenannten Eco-Modus sogar noch ein wenig mehr. Der Hinterradmotor des Cowboy 4 ist ebenso wie der des Seago Drehmomentsensor gesteuert, wobei in Sachen Sensorabstimmung hier Cowboy aktuell niemand was vormachen kann. Mit Hilfe der sogenannten Adaptive Power Technologie passt sich das System permanent an die jeweilige Fahrsituation an und gibt etwa bei Steigung oder Gegenwind zusätzliche Leistung ab. Auf unterschiedliche Fahrstufen kann man so vollständig verzichten, das Fahrgefühl ist sensationell, ganz natürlich und lässt einen fast vergessen, dass man auch beim Cowboy auf einem
Single-Speed-Rad sitzt. Wir haben also auch hier keine Gangschaltung, das Anfahren ist trotzdem spielend einfach, doch bei Geschwindigkeiten von über 30 km/h, da setzt dann natürlich irgendwann auch hier das Hamsterradgefühl ein. Kleinere Unebenheiten fangen die breiten, großvolumigen Reifen gut auf. Es fährt sich spürbar komfortabler wie das Seago und etwas agiler als das Veloretti. Wie auch die anderen beiden Kandidaten setzt auch das Cowboy auf das wartungsarme Carbonriemensystem von Gates. Die Sitzhaltung auf dem Cowboy ist wie beim Seago vornüber gebeugt und klassisch. Zudem gibt es nur eine Rahmengröße. In der Vergangenheit ein häufiger Kritikpunkt, auf den Cowboy mit der Einführung des Cruisers reagiert hat. Dieses Modell kommt mit einem höheren und nach hinten geschwungenen Lenker daher. Darüber hinaus bietet man mit dem Cowboy ST auch ein Tiefeinsteigermodell. Den Links zu den verschiedenen Modellvarianten findet ihr in der Videobeschreibung. Eines der größten Highlights beim Cowboy 4 sind aber die smarten Features. Der Hersteller setzt vollständig auf die Bedienung per Smartphone, ohne jedoch die Technik zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Tasten findet man am Cowboy keine und auf Wunsch kann das Handy auch komplett in der Tasche bleiben. Das Ein- und Ausschalten funktioniert dann vollständig automatisiert. Trotzdem macht die Nutzung der Cowboy 4 App durchaus Sinn, denn sie bietet Navigation per Google Karten. Fahren Sie Richtung Nordwesten auf Große Balinge für 500 Meter. Fahrtaufzeichnung, Apple Health Integration und eine Schnittstelle zum Support. Zudem kann das Bike per GPS genau geortet werden und benachrichtigt euch bei Diebstahl per Push-Nachricht. Hi there. This is an automatic message from Cowboy Electric Bikes. Und auch im Fall eines Unfalls kann das Cowboy autonom hinterlegte Kontakte benachrichtigen. Konsequent, dass das Cockpit euer Smartphone induktiv mit 15 Watt laden kann. Für uns vereint das Cowboy 4 Design, Technik, ein tolles Fahrgefühl in nahezu idealer Weise. Nur eine Sache, die vermissen wir und das ist eine mechanische, elektronisch gesteuerte Verriegelung des Bikes. Ja, die kannten wir etwa von VanMoof und werden wir auch in diesem Video noch bei einem anderen Hersteller kennenlernen. Ihr kommt also hier nicht um die Verwendung eines Schlosses herum. Unabhängig davon empfehle ich euch immer auch eine gute E-Bike-Versicherung. Ich selbst bin mit meinen Rädern bei den Helden.de versichert. Ja, dort habe ich gute Erfahrungen gemacht. Unter dem Beitrag den Link zur Versicherung und meinen Empfehlungscode, mit dem ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Versicherungsjahr sparen könnt. Das Carbon One von Utopia ist zweifelsfrei das auffälligste Rad in unserem Test. Das liegt nicht nur an seinen sichtbaren smarten Funktionen wie der Sprachsteuerung und einem Fingerabdrucksensor, sondern auch dem eigenwilligen Rahmendesign. Der Rahmen besteht aus Carbon, kommt nackig ohne Ständer und Schutzbleche und wiegt schlanke 15 Kilo. Damit ist es zusammen mit dem Lemmo das leichteste Bike in unserem Test. Auch wenn ihr dieses Bike bequem zur Steckdose tragen könntet, hat Utopia einen 360 Wattstunden Samsung Wechselakku verbaut, der euch bis zu 100 Kilometer Reichweite bescheren soll. Ja, und das gilt natürlich nicht in der höchsten der 4 wählbaren Unterstützungsstufen. Wie auch das Seago kommt das Carbon One sehr sportlich daher. Die Sitzhaltung ist vornübergebeugt und die schmalen Reifen fangen Erschütterungen nur sehr bedingt auf. Daraus resultiert ein sehr agiles, aber auch nicht über die Maßen komfortables Fahrgefühl. Das Carbon One erhaltet ihr aktuell nur in einer Einheitsgröße. Der Motor im Hinterrad mit 45 Newtonmetern reagiert schnell und ohne Zeitverzögerung auf eure Pedalantritte. Dank Drehmomentsensor ist das Fahrgefühl sehr natürlich. Für faule Tage gibt es aber auch den Raketenmodus, der so viel Kraft freisetzt, dass ihr auch in der Luft treten könnt und trotzdem mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit von 25 km/h unterwegs seid. Das Bike gibt es wie hier gezeigt mit Gates CDN Carbonriemen oder aber als Kettenvariante mit einer 7-Gang Shimano Schaltung. Das große Matrix-Display im Lenker, welches auch die STVO-konforme Front-LED beinhaltet, verrät die intelligenten Funktionen des Carbon One. Es verfügt über eine Alarmfunktion, Blinker, Sprachsteuerung und soll künftig auch Gespräche mit Hilfe von ChatGPT unterstützen. Mit den zusätzlichen App-Funktionen könnten wir ein ganzes Video füllen. Besonders hervorzuheben ist aber das GPS-Tracking mit Diebstahlalarm und der integrierte Bluetooth-Lautsprecher für die passende Musik während der Fahrt. Grundsätzlich kann man sagen, wer Technik mag, der wird das Carbon One lieben. Wer sich hingegen an verspielten Hinweistönen, elektronischen Hupen, Software-Updates und Co. stört, sollte vielleicht eher eines der anderen Modelle in den Blick nehmen. Zudem setzt das Utopia auf fast komplett selbstentwickelte Komponenten, sodass man hier voll auf den Service des Herstellers angewiesen ist.
Bike oder E-Bike? Das ist beim Lemmo keine Frage, denn dieses Bike kann beides. Es ist ein 15 Kilo leichtes City-Fahrrad mit Carbongabel, das sich im Handumdrehen mithilfe dieses kleinen Packs hier in ein richtig smartes und starkes E-Bike verwandeln lässt. Es kommt mit einem schick integrierten Display, einem starken, auskuppelbaren Motor, elektronischem Schloss mit Alarmanlage, App-Unterstützung mit GPS-Ortung und. Und das Ganze zu einem Preis, der durchaus aufhorchen lässt. Das Lemmo One ist der neueste Zugang in unserer Übersicht und macht vieles anders als die Konkurrenz. Sämtliche smarte Technik und der Akku stecken im sogenannten Smart Pack, das entnommen auch als überdimensionale 65 Watt Powerbank mit USB-A und C nutzbar ist. Das Paket fasst 540 Wattstunden und sorgt je nach Unterstützungsstufe für eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Der Rahmen des Lemmo kommt ohne sichtbare Schweißnähte daher, wiegt dank Carbongabel nur 15 Kilo und ist in zwei Farben und drei Größen verfügbar. Der Lenker gerade, die Sitzposition auch hier leicht vornüber gebeugt. Der Fahrkomfort damit etwa auf dem Niveau des Seago oder Carbon One. Gute Straßenverhältnisse sind so also Pflicht. Der Hinterradmotor leistet 40 Newtonmeter und reagiert im Gegensatz zu den anderen Modellen leider etwas träger. Ist eine halbe bis ganze Pedalumdrehung nötig, ehe der Motor dann aber kräftig einsetzt. Lemmo hat aber bereits durchblicken lassen, dass man in zukünftigen Generationen den Einsatz eines reaktionsschnellen Drehmomentsensors in Erwägung zieht. Spannend ist übrigens, dass sich der Motor auch komplett auskuppeln lässt und sich das Bike so als klassisches Fahrrad ohne Widerstand nutzen lässt. Wie auch das Carbon One gibt es das Lemmo als Single Speed mit dem wartungsarmen Gates CDN Carbonriemen oder aber mit Kette und einer 7-Gang Shimano Deore Schaltung. Gut gefallen uns auch die smarten Features des Lemmo One, welches als einziges Modell im Test auch ein elektronisches Schloss mitbringt. Auf Knopfdruck verriegeln Smart Pack und Motor und ein Alarm wird scharf geschaltet. Bei Diebstahl ertönt dieser und ihr könnt das Bike über die App tracken. Witzig auch die entnehmbare zugelassene Frontleuchte, die euch im Winter als Taschenlampe dient und zudem auch das Bike bei entnommenem Smartpack mit Energie versorgt. Die Beleuchtung und andere Funktionen stehen also auch bei entnommener Hauptbatterie zur Verfügung. Im Lemmo stecken schon echt einige pfiffige Ideen. Es kommt mit Gepäckträger, Schutzblech, Ständer. Ja, und das alles zu einem wirklich sehr fairen und attraktiven Preis von knapp unter 2000 Euro. Ja, und kurz vor Drehschluss, da flatterte noch ein nagelneuer, brandheißer Kandidat bei uns ins Haus, das EVBike S1, ebenfalls sehr minimalistisch, mit einem elektronischen NFC-Schloss, GPS-Tracking und diversen weiteren smarten Features und das alles auch hier für unter 2000 Euro. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und sobald unser Test zum EVBike fertig ist, werden wir euch den jetzt oben verlinken. Ich denke, heute war hier einiges Spannendes dabei, aber wie seht ihr das? Welches dieser 5 Bikes ist euer Favorit? Schreibt es doch jetzt gerne mal in die Kommentare. Dieses Video ist nun zu Ende, doch das nächste folgt so bald. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst jetzt gerne ein Abo da, läutet die Glocke und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao!